Also ich finde das Konservatorium deshalb toll, weil es wirklich eine große Bandbreite hat. Und dass man eben ganz junge Leute, auf junge Leute trifft, die neugierig sind, wo man denkt, wohin, was entsteht da überhaupt, wo man noch gar nicht erahnt oder so einen klitzekleinen Riecher hat, wohin es geht. Und wenn man dann sieht, dass das wirklich so Stück für Stück sich entwickelt, ist es toll. Gleichzeitig ist es schön, wenn dann plötzlich Leute kommen, die an einer Hochschule vielleicht Schulmusik studieren wollen oder nochmal anders als Aufbaustudium was machen wollen. Jede Etappe ist eigentlich, finde ich, spannend und da lerne ich selber für mich was dazu. Sehr schön finde ich, dass ich Anfänger zum Beispiel in der Musterschule unterrichten kann bis fortgeschrittenen Flötisten, die sich für Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen vorbereiten oder Flötisten, die schon Master studiert haben und wollen sich irgendwie fortbilden, sich vorbereiten für Solistenklasse oder Orchesterakademien. Es ist so ein toller Zusammenhalt da. Und sowohl zwischen dem Hauptstudiengang, also dem Bachelor, der Bachelorabteilung, also Studienabteilung und dem Pre-College. Ja, das ein kleines Institut mit ganz, ganz vielen Spezialisten am Haus, die das weitergeben und ja. Sure. I would say, natürlich das Wichtigste, wenn man sowas folgen will, ist regelmäßiger Input, die es zum Fortschritt bringt. Und es gibt hier sehr viele kompetente, gute Dozenten in alle Fachbereichen. Und kann man nur empfehlen, dass jemand immer das beste Rad möglich folgt und holt so schnell wie möglich und nicht nur das Teuerste von dem berühmten Mensch holt. Das ist ziemlich bunt. Also von der sogenannten Anne-Abteilung, Abteilung für Nachwuchs und Erwachsene, über das Pre-College, die Vorbereitungsstufe, bis zum Bachelor, also bis zu Studierenden, also von allem etwas. In unserem Bachelor of Music, künstlerisch-pädagogische Ausrichtung Profil 1, hat man die Möglichkeit, mit einem Instrument oder auch als Sänger, Sängerin eine Ausbildung zu machen. Außerdem haben wir den Schwerpunkt Musikvermittlung. Die elementare Musikpädagogik eignet sich dafür hervorragend, weil alle Prinzipien, Lernfelder und unsere Arbeitstechniken hervorragend in Musikvermittlungsprojekte integriert werden können und auf sie aufbauen. Wir haben eine Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk und der Alpenoper Frankfurt. Unsere Studierenden des Studiums haben hier praktischen Einblick und können jederzeit auch an den Musikvermittlungsprojekten, die wir in Kooperation mit beiden Häusern machen, teilnehmen und ganz praktisch vom ersten Semester an lernen. Unsere DozentInnen sind nicht immer hauptberuflich hier in voller Stelle, sondern die kommen aus dem Orchester, aus dem Opernhaus, Museumsorchester Frankfurt, vom HR Symphonieorchester zum Beispiel, oder sind Solisten, namhafte Solisten. Und das ist also eine wunderbare Mischung aus sehr kompetenten, ein sehr kompetenter Lehrkörper, wie ich ihn mal nennen möchte, von dem unsere Studenten, unsere Studierenden sehr profitieren.
Also ich finde es ganz besonders, hier an diesem Haus zu unterrichten, weil im Konservatorium verbinde ich, also mit dem Dr. Hoos Konservatorium, verbinde ich eben die Einführung der ersten Jazzklasse weltweit. Und das ist wirklich was Besonderes. Ja. Vor Amerika gab es hier eben 1928 die erste Jazzklasse. Und das ging dann bis zu einer, bis eben 33 und danach gab es immer wieder, also immer wieder Jazzunterricht hier und es haben auch teilweise meine Vorbilder und Leute, mit denen ich zu tun hatte, haben hier Unterricht gehabt, ja, die, was weiß ich, unter anderem Emil Mangelsdorf oder Carlo Bolender, so einfach, wie soll man sagen, toll, dass das weitergeführt wird und dass wir jetzt da wieder so eine Möglichkeit haben, hier jetzt inzwischen so eine homogene Abteilung zu haben und dass der Jazz hier an dem Haus weitergeführt wird, das ist was Besonderes. An dem neben Studierenden auch begabte Amateure lernen, ist etwas ganz besonders Wertvolles. Hier gibt es auch Leute, die ein abgeschlossenes Musikstudium haben und einfach nochmal Unterricht haben möchten oder sich auf bestimmte Bereiche wie Jazz oder alte Musik spezialisieren und Kammermusikkontakte knüpfen. Ja, es gibt ja dieses lebenslange Lernen ist in der Musik Programm. Und so hat man aber viele Facetten. Eben, man ist mit allem Möglichen verbunden und das finde ich sehr schön. So, mein Insider-Tipp ist, get your ass over here and get some lessons.